Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kurs of You Tech. Ja, wir sind wieder da, zurück aus unserer inoffiziellen Sommerpause. Wir geloben natürlich Besserungen. Nächstes Mal wird das angekündigt, also 2017 erfahrt ihr dann auf jeden Fall, wenn wir eine etwas längere Sommerpause machen. Und ja, in der Sommerpause ist aber trotzdem einiges passiert, denn wir waren nämlich auf der Gamescom. Und wenn ich meine wir, dann meine ich Finn, Georg und mich. Wir waren in Köln und haben da ein paar Beiträge für unseren YouTube-Gaming-Kanal bzw. Kurs of You Gaming gedreht. Und das Ganze findet ihr natürlich auf unserem Channel und auf unserer Website. Und dann muss ich noch eine weitere Schleichwerbung machen für unseren Gaming-Kanal. Dort gibt es das Format Once a Month. Da wird einmal im Monat ein Game gezockt, meistens von Georg und Andy. Allerdings ist es diesmal ein bisschen anders. Diesmal ist nämlich Felix und meine Wenigkeit. Wir zwei sind nämlich noch mit dabei und wir zocken das neue Battlefield 1, das ja im Oktober rauskommt. Und könnt ihr euch anschauen, kommt am Freitag raus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen jetzt mal in der Folge 33 die Möglichkeit nutzen, einige Fragen von Usern, von uns und Zuschauern abzuarbeiten. Und eine Frage, die jetzt in letzter Zeit vermehrt kam, das war die Frage nach dem Amazon Drive Cloud Speicher. Und Amazon macht ja mittlerweile nicht nur Bücher und versendet auch irgendwelche Lebensmittel, sondern Amazon bietet mittlerweile auch, ja, für Privatanwender ganz scheinbar ganz nützliche Dienste im Bereich Cloud an. Und das sollte eigentlich so vergleichbar sein mit Dropbox, OneDrive, ja, Google Drive, habe ich zumindest am Anfang gedacht. Wie mich Zuschauer darauf aufmerksam gemacht haben, teste das mal, schau dir das mal an. Allerdings kam dann relativ schnell die Ernüchterung und ich erkläre euch gleich, warum. Zuerst, ja, mal das Gute, was kann denn dieses Amazon Drive? Amazon Drive bietet für 70 Euro im Jahr einen Cloud-Speicher bei Amazon. Wer hätte das gedacht? Das ist allerdings kein deutscher Serverstandort. Also ich habe das Ganze mal IP-technisch nachverfolgt. Die Amazon hätte zwar Rechenkapazitäten in Deutschland, aber scheinbar sind die zu kostbar, um die für die Privatkunden des Amazon Drives rauszuhauen. Deswegen werden die Daten nach wie vor über See oder eben in Irland abgespeichert. Dessen muss man sich schon mal bewusst sein, also da gibt es keine deutsche Cloud in dem Sinne. Bieten sie vielleicht bei ihren, ja, Amazon Cloud Services an für Business-Kunden bzw. die Leute, die ein bisschen mehr wollen, die virtuelle Server haben wollen, Webspace, Datenbanken und so weiter. Aber für dieses Cloud Drive, das ja vergleichbar sein möchte wie Dropbox zum Beispiel, gibt es eben nicht. Also man kann den Standort der Daten nicht auswählen. Ja, ein Riesenknaller, und das ist immer, ich würde sogar sagen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Sowas gibt es bei kaum einem anderen Hoster oder bei kaum einem anderen Anbieter, unbegrenzten Speicherplatz. Also ihr habt wirklich unlimited Speicher für 70 Euro im Jahr. Ich betone im Jahr, nicht im Monat. Und das ist schon wirklich ein Knaller, könnte man meinen. Aber ich werde euch dann gleich mal erzählen, warum das eben kein Knaller ist. Und theoretisch habt ihr da unlimited Speicherplatz. Das ist die erste Geschichte, der ich gleich nachgegangen bin, weil ich weiß aus der Vergangenheit von vielen Dienstleistern, die sowas angeboten haben, dass unlimited nicht gleich unlimited war. Und unlimited, also ich sag mal so, ich als ITler sage natürlich auch, dass unlimited vollkommener Nonsens ist. Also sowas geht eigentlich nicht, aber unlimited ist für mich eigentlich dann erreicht, wenn der User keine Grenze merkt und im ersten Moment merkt und, sag ich mal, als Power-User man nicht gleich auf die Schnauze fällt, sondern erst wenn es halt wirklich ausufert, dann vielleicht doch mal eine Mail kommt und man gebeten wird, da mal ein bisschen zurückzufahren. Ähnliches hat ja Microsoft auch schon gemacht mit OneDrive und die sind dann wieder zurückgerudert. Bei OneDrive gibt es kein Unlimited mehr. Also da müssen wohl Leute hunderte von Terabytes hochgeladen haben, also pro Account wohlgemerkt, und da muss es dann wohl geknallt haben. Und die haben gesagt, nee, das wollen wir nicht weitermachen, das ist unwirtschaftlich, kann man irgendwo auch verstehen. Wenn man für Beispiel Amazon 70 Euro im Monat 100
1 Terabyte Festplatten kaufen müsste, jetzt nur mal so grob gerechnet, die haben natürlich keine 1 Terabyte Festplatten an sich, sondern die haben wahrscheinlich größere. Aber trotzdem, wenn man das mal so durchkalkuliert, dann versteht man schon, dass das sich nicht rechnen kann. Auf der anderen Seite, solche Flatrate-Modelle, die subventionieren sich ja quer. Das heißt, der eine braucht weniger, der zahlt dafür dann für den anderen mit. Theoretisch natürlich das Ganze. Aber wenn natürlich sehr viele Power-User so einen Service nutzen, dann geht's in die Hose. Und das ist halt, das Modell sehe ich da schon bei Amazon am Scheitern, weil das würde ja bedeuten, dass sehr viele andere Leute das auch nutzen und eben nicht sehr viel Speicherplatz brauchen. Aber dafür ist es einfach zu schlecht. Und jetzt begründe ich mal, warum es zu schlecht ist. Das erste ist, der Sync Agent ist eine Katastrophe. Also es gibt eigentlich keinen Sync Agent als solches. Es gab vor 2-3 Jahren, da war das noch eine ganz kleine Nummer und da gab es noch keinen unbegrenzten Speicherplatz, da gab es mal einen richtigen Sync Client, also wie man es von Dropbox kennt oder von Google Drive und die anderen Verdächtigen, dass man einfach sagt, ich habe hier einen Ordner auf meiner Platte und dann wird es synchronisiert mit der Cloud. Das wäre ja für viele Leute wahrscheinlich ideal gewesen. Das gibt's aber nicht mehr. Es gibt jetzt ein Tool, mit dem man Daten hoch- und runterladen kann. Also wunderbar, einen Download-Manager. Das ist natürlich total blöd, weil ich möchte nicht jede Datei einzeln immer hochladen, wenn ich irgendwas mache. Das rentiert sich also nur dann für die Leute, die eben Daten archivieren wollen. Zum Beispiel, ja, eine Zielgruppe könnte sogar ein YouTuber sein, der sagt, ja, ich möchte mein Footage-Material, ich habe mein Video fertig geschnitten und wenn ich ja mit dem Video fertig bin, Let's Player zum Beispiel, dann lade ich meinen ganzen Ordner mit dem Krams in die Cloud hoch und mache das von meiner Festplatte, lösche ich das, dann habe ich das in der Cloud und wenn ich es mal irgendwann brauche, kann ich es runterziehen, aber das belastet meinen Rechner nicht. Für solche Leute ist es dann wieder gedacht. Und ihr erinnert euch jetzt an meine Worte mit der Quersubventionierung, das funktioniert dann nicht mehr, weil logischerweise dann die Zielgruppe solche Leute sind, die sehr viel Speicherplatz brauchen und nicht die Leute, die sagen, ach meine Dokumente und so, das ist ja dann nicht so toll nutzbar für Dokumente oder Bilder bearbeiten. Und ist dann sehr unpraktisch. Also es gibt von Amazon selber keinen Sync-Client. Es gibt diverse Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel ein Programm, ja, mit dem man sich das Amazon Drive als normale Festplatte einbinden kann. Das nutzt die Amazon API. Also wer da vielleicht jetzt denkt an FTP, SFTP, WebDev, was man ja so kennt und bei vielen solchen Diensten. WebDev könnt ihr vergessen, das gibt's hier nicht. Habt da keine Chance, darauf zuzugreifen. Ihr müsst diese API nutzen und die Software, die diese API benutzt, die kostet Geld. So. Und so eine Einstiegssoftware wäre zum Beispiel NetDrive, die kostet mal 50 Euro. Die ist super, also das bestreite ich nicht mal. Da könnt ihr noch viel mehr machen, könnt ihr auch Dropbox als Netzlaufwerk einbinden und ganz andere Dienste auch noch. Ja, aber die kostet halt Geld. Das heißt also, von Amazon selber kommt da nichts. So, mit dieser Lösung kann man zumindest das dann nutzen, ist aber auch nur für die Leute nutzbar, die einen schnellen Internetzugriff haben. Denn ihr macht ja alles online. Das heißt, wenn ihr einmal in Beispiel Word mal speichern drückt, dann wird es sofort an den Server übertragen. Bei einer Synchronisation ist es so, es wird erstmal auf den Rechner, auf der Platte abgespeichert und dann wird es in die Cloud übertragen. So, aber da ist dieser Vorgang live. So, es gibt zwar ein Caching, das funktioniert auch ganz gut, aber es ist eigentlich nicht das, was man ja mit so einer Cloud-Lösung möchte. Und da wäre es halt ganz gut, wenn Amazon beide Möglichkeiten anbieten würde, wie es eben andere Anbieter auch machen. Man kann sich das Ding als Netzlaufwerk reinschnüren, aber man kann eben auch synchronisieren. So, das geht überhaupt nicht. Also für Leute, die zum Beispiel Dokumente austauschen wollen, finde ich, das ist eine Katastrophe. Also da brauche ich aber auch ehrlich gesagt keinen Unlimited Speicher. Also das ist dann völliger Quatsch. Kommen wir zu noch einer Geschichte. Ich habe natürlich auch mal die Performance getestet. Also ich habe in dem Test jetzt wirklich mal das Amazon Drive unter Schmerzen ausprobiert und wirklich mal auch extrem viel Daten hochgeladen. Also ich habe jetzt derzeit so um die 300 GB in den Amazon Drive hochgeladen. Das sind alle möglichen Dateitypen, Bilder, Musik, Videodateien und Programme, ISO-Dateien, solche Sachen. Die sind da alle jetzt in der Cloud und muss sagen, dass der Upstream, ich habe das jetzt mal bewusst von einem ziemlich guten Internet-Upstream gemacht aus dem Rechenzentrum. Das heißt, ich hatte da
mehrere Gigabit zur Verfügung, theoretisch. Er hat sich aber nur 20 Mbit für den Upload genommen. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, es gibt ja Leute, die sind mit Internet, zumindest in Deutschland, gibt es so manche Orte, die sind ganz gut versorgt. Telekom zum Beispiel, hier Fiber to the Home mit Upload 100 Mbit. Naja, theoretisch könntet ihr mit 100 Mbit uploaden, aber der Upload dümpelt so bei 20 Mbit Richtung Amazon Cloud. Kann natürlich auch an den Serverstandort liegen. Natürlich geht auch einiges verloren. Und zum anderen natürlich auch über diese API, mit der ich das hochlade. Das nächste ist auch noch, große Dateien kann ich über die WebGUI gar nicht hochladen. Wenn ich sage, ich habe jetzt hier mal ein Video mit 8 GB Größe, kann ja durchaus vorkommen, wenn es, was weiß ich, Full HD ist und dementsprechend lang, dementsprechend viele Frames drin sind, dann ist es durchaus mal möglich, dass so eine Videodatei 8 GB groß ist. Ja, selbst wenn ich den Upstream habe von zu Hause aus, ich kann das nicht nutzen, weil ich glaube nach 2 oder 4 GB bricht der Web-Uploader einfach ab und sagt, die Datei ist zu groß. So, das kann ich nur über diese API machen. Also brauche ich wieder dieses Tool, muss ich das Tool kaufen. Und mit dem Tool erreiche ich aber auch nur 30 Mbit, 20, 30 Mbit. Und das ist schon ein bisschen ernüchternd, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, wenn viele wahrscheinlich sagen, das reicht und wenn ich was archiviere, naja, dann lasse ich es halt über Nacht hochladen oder wie auch immer. Und wer hat denn schon einen Upstream von 20 Mbit oder 30 Mbit? Naja, es gibt bestimmt Leute, die sowas haben, aber wie gesagt, wer dann natürlich ein bisschen mehr erwartet, der wird da enttäuscht und andere Cloud-Anbieter haben da definitiv einen besseren Upstream. Deswegen in der Beziehung, naja, auch nicht so ganz mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, kommen wir mal zum Preis und das ist wirklich, ich will nicht sagen das einzig Positive, aber das ist einer der wenigen positiven Aspekte. Der Preis ist natürlich unschlagbar. Für 70 Euro, andere Anbieter wollen so viel im Monat haben. Und die wollen das im Jahr haben, ist es natürlich unschlagbar. Und deswegen, ich sage ja, für gewisse Zielgruppen ist es durchaus eine ganz nützliche Geschichte. Und wenn man vielleicht auch Anwendungsentwickler ist und kann diese API für sich nutzen und kann sich da irgendwas Eigenes bauen, dann kann das auch sinnvoll sein. Unlimited, das habe ich vorhin vielleicht nicht ganz so deutlich gesagt, ist bei Amazon wahrscheinlich wirklich so, dass man es nicht spürt. Das heißt also, die Schmerzgrenze ist sehr hoch. Ich habe in einem Forum mal ein bisschen gestöbert. Da macht einer seine Backups zum Amazon Drive und der behauptet, dass er 50 Terabyte da liegen hat. Und ja, wer sichert mal eben so 50 Terabyte irgendwo hin? Also Respekt erstmal. Und das andere ist, naja, dann sieht man ja, 50 Terabyte gehen ganz sicher. Und wenn man mal so in sich geht, wer hat denn zu Hause bei sich 50 Terabyte liegen? Also Amazon Drive hat natürlich Potenzial, aber dafür müssten sie ein anderes Programm, einen anderen Sync Agent rausbringen. Man kann sich natürlich selbst was bauen, aber das ist, ich erwarte sowas vom Anbieter. Dafür bezahle ich auch und dann will ich das auch vom Anbieter haben. Das Problem ist immer von solchen Bastellösungen, da wird einmal an der API irgendwas rumgepfuscht oder irgendwas gemacht und dann auf einmal funktioniert die Software nicht mehr und man ist wieder von irgendwas abhängig. Das ist totaler Käse. Also wenn, dann will ich sowas auch vom Anbieter haben. Und deswegen, wie gesagt, ist eine ganz schicke Idee, sowas zu machen. Es wird im Moment auch extrem aggressiv beworben und man kann sich's mal angucken. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, 3 Monate das Ganze zu testen. Schaut es euch mal an. Ich bin mit dem Teil nicht so ganz warm geworden. Es gibt auch Smartphone-Apps. Da habe ich zuerst gedacht, Mensch, das ist vielleicht ganz cool, weil die bieten ja auch für Amazon Prime-Kunden ja kostenlosen Bilderspeicher an. Vielleicht kann man direkt automatisch vom Handy, wenn man ein Bild gemacht hat, das automatisch uploaden lassen in die Cloud, wie man es von Dropbox kennt, von OneDrive oder von dem OwnCloud Sync Agent zum Beispiel oder von fast allen, drücken wir es mal so aus, das geht nicht. Also auf dem Handy ist nach wie vor genauso ein Upload-Manager wie auch auf dem PC. Ich kann einfach nur sagen, ich möchte eine Datei hochladen, Ordner hochladen oder einen Ordner oder eine Datei downloaden. Und das bringt mir natürlich überhaupt nichts. Also da bin ich genauso weit wie vorher. Und das finde ich ist, ja, macht nicht so viel Spaß dann. Das andere ist, ich wünsche mir dafür auch so ein paar offene Schnittstellen, wie zum Beispiel WebDev. Also ich erwarte ja nicht mal FTP oder SFTP oder sowas. Oder ja, SMB-Zugriff. Das wäre natürlich ganz schön, aber das wird wahrscheinlich nicht kommen.
ich erwarte einfach nur zum Beispiel WebDev. Das ist ja so ein Standard, den setzen so viele solche Anbieter ein, weil es einfach bequem ist und gut funktioniert und sich bewährt hat. Und sowas wäre halt wirklich toll. Dann könnte man sich das Teil einbinden, ganz normal, muss keine Software kaufen, keine teure. Wenn man die Adresse weiß, funktioniert das alles. Aber Amazon macht es nicht. Und mit WebDev, da gibt es bestimmt auch jede Menge Sync-Agents, die das unterstützen, dass man da Dateien synchronisiert. Da müssen sie nicht mal selber was schreiben. Aber dieser Standard macht es halt einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann es nur bedingt empfehlen. Und erstmal vielen Dank an alle, die das angefragt haben. Das waren auf jeden Fall 3 Anfragen oder so, die ich mindestens bekommen habe. Sogar persönliche Anfragen noch von Leuten, die ich halt getroffen habe. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, dazu ein Video zu machen. Ja, am Ende zu dem Thema, ich hoffe, ihr verzeiht mir heute, dass ich ein bisschen überziehe, aber die Sendung ist heute wirklich vollgepackt. Am Ende von dem Thema möchte ich jetzt nochmal kurz anmerken, wir haben einen Amazon Affiliate Link. Warum haben wir den? Weil natürlich unsere ganzen Sachen, die wir machen, ob das jetzt ein Dreh auf einer Messe ist oder unsere Server, Teamspeak, Website, bald kommt noch ein Minecraft-Server wieder dazu. Das kostet natürlich alles monatlich Geld und dafür haben wir eben mehrere Finanzierungsmodelle und eines davon ist eben Amazon Affiliate. Deswegen meine Bitte an euch, wenn ihr was bei Amazon bestellt, surft einfach Amazon über amazon.kursofu.com an. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber wenn ihr dort was bestellt, kriegen wir eine Provision und das finanziert unser Projekt einfach mit. Und das wäre eine super Sache, wenn ihr das auch so machen würdet und damit könnt ihr uns dann unterstützen, ohne dass es wehtut. Ich weiß, dass viele Leute bei Amazon bestellen und teilweise ihren ganzen Haushalt dort beziehen und deswegen ist es doch eine ganz nette Angelegenheit. Und ihr könnt uns dadurch auch unterstützen. Das war aber nicht der Grund, warum ich jetzt über das Drive berichtet habe, sondern das wollte ich sowieso mal in einem Video anbringen, aber jetzt habe ich es hier eben untergebracht. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Stichwort Zuschauer-Mails. Ich habe 5 Mails bekommen von Zuschauern von Massengeschmack TV, die entweder durch Massengeschmack, ja, oder die wahrscheinlich durch Massengeschmack auf unseren Kanal gekommen sind und durch den Auftritt bei Massengeschmack von mir und durch den Gastbeitrag. Und erstmal vielen Dank für die Mails. Da die Mails aber im Wesentlichen immer das Gleiche als Frage beinhaltet haben, habe ich gedacht, okay, ich werde da jetzt mal in einem Video dazu Stellung nehmen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der einfach noch keine Mail geschrieben hat oder noch, ja, keinen Kommentar hinterlassen hat. Dann ist die Frage da auch beantwortet. Die Frage 1 war von vielen Zuschauern immer, arbeitet ihr mit Massengeschmack noch zusammen oder wie ist das eigentlich? Und ja, wir arbeiten mit Massengeschmack zusammen und es gibt eine, ja, Content-Partnerschaft, eine Zusammenarbeit im Bereich Netzprediger. Das ist ja dieses Format bei denen, was der Adam moderiert. Und es gibt keinen Clinch irgendwie zwischen uns, zwischen den Jungs in Hamburg und uns hier. Im Gegenteil, weil eben die Frage war, ja, es hat so den Anschein gemacht, dass öfters was kommt. Jetzt ist erstmal lange nichts mehr gekommen. Naja, der Grund war einmal natürlich auch die Sommerpause und der Grund war auch die Gamescom. Die Jungs von Massengeschmack haben da selbst ja auch einen Beitrag zugebracht. Den haben sie allerdings selbst produziert. Und das war von Anfang an eigentlich für uns auch klar, dass wir selbst was produzieren und dass auch Massengeschmack was produziert. Hätten wir irgendwas Besonderes dort aufgenommen, dann hätten wir vielleicht auch, ja, Massengeschmack was davon abgegeben, von dem Content. Keine Ahnung, Interview mit Gronkh oder so. Nur mal so als Beispiel jetzt. Aber dem war nicht so. Wir haben unsere normalen Formate durchgezogen, unsere Berichterstattung zur Gamescom. Wir waren dieses Jahr sowieso ein bisschen personell dünn aufgestellt. Normalerweise, wenn wir mit QSO4U auf der Gamescom sind, meistens zu viert. Letztes Jahr waren wir sogar zu fünft. Dieses Jahr waren wir zum größten Teil nur zu zweit und dann mit mir zu dritt am Wochenende, weil ich eben unter der Woche eben noch dienstlich was zu tun hatte und konnte eben nicht nach Köln. Deswegen haben wir da uns erstmal nicht dran beteiligt an der Berichterstattung, aber das haben die ganz gut gemacht, die Jungs. Da war ja der Thomas, CF und Holger, die waren dort und das hat wunderbar funktioniert. Aus meiner Sicht als Zuschauer fand ich das einen guten, gelungenen Beitrag
Und das haben die Jungs ganz gut gemacht. Wir haben uns ja nicht mal treffen können auf der Gamescom, weil die eben am Donnerstag schon weg waren. Ich kam erst am Freitag nach Köln. Naja, gut, so kann es manchmal gehen. Diesbezüglich, also ihr seht, da ist alles im Lot und da wird es definitiv auch zukünftig noch die eine oder andere Kooperation geben. Aber wir machen eben keinen regelmäßigen Content, das können wir leider nicht liefern. Ist zwar schade, aber es geht halt personell und zeitlich einfach überhaupt nicht, dass wir sagen, wir bringen jetzt, was weiß ich, monatlich oder wöchentlich irgendeinen Beitrag. Das geht einfach nicht. Das können wir noch nicht leisten, vielleicht irgendwann mal. Aber derzeit ist es nicht angedacht. Wir werden unregelmäßig Gastbeiträge liefern oder vielleicht bei der einen oder anderen Sache kooperieren. Soweit die Planungen. Ja, die Frage nach dem Format, weil oder nach einem Format bei Massengeschmack, die wurde auch gestellt. Die ist, glaube ich, hiermit beantwortet. Es ist einfach nicht realisierbar. Ich hätte schon Lust drauf. Ich hätte auch ein paar Ideen. Aber das Problem ist einfach, wir kriegen das zeitlich und personell derzeit echt nicht auf die Kette, dass wir da noch, ja, und dann ist die Entfernung natürlich auch ein Riesenproblem. Wir sind hier in, ja, will ich sagen, tiefsten Bayern, aber wir sind in Bayern oder in Franken und die Jungs sind in Hamburg. Es ist halt ein bisschen schwierig. Ja, damit hätten wir die Frage nach dem Format auch beantwortet. Ein was möchte ich trotzdem jetzt nochmal, weil wir schon mal beim Massengeschmack TV sind, erwähnen. Die haben ja ein Crowdfunding gestartet. Wer es nicht mitbekommen hat, das ist eine Comedy-Serie, das Studio heißt die, und da möchten die eine Folge in Spielfilmlänge produzieren, mit einem richtigen Regisseur zusammen und mit echten Flüchtlingen. Ja, und dieses Projekt wurde eben gecrowdfunded. Mittlerweile ist der Betrag sogar zusammengekommen. Wer aber noch Interesse hat, der kann da gerne noch mit dran teilnehmen. Ich werde jetzt auch am Ende noch mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Crowdfunding-Vorstellungsvideo einblenden. Gleich vorneweg, die Testszenen sind nicht die Qualität, die dann am Ende rauskommt. Das musste Holger auch schon beantworten, deswegen sage ich es vorneweg, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Es wird natürlich noch ein bisschen professioneller gedreht. Es soll nun mal einen Eindruck verschaffen, wie eben die Flüchtlinge vor der Kamera wirken und dass die sich eben ein bisschen vorstellen können. Zu dieser Thematik versuchen wir auch was zu bringen. Der Film kommt ja jetzt definitiv zustande. Wir versuchen dann zur Premiere nach Hamburg zu fahren und dort Interviews zu machen. Ich hoffe, das klappt. Ich würde es mir sehr wünschen, weil ich von Anfang an ehrlich gesagt ein Fan von der ganzen Geschichte war und ich das absolut unterstützenswert fand. Und deswegen hoffe ich mal, dass das dann auch klappt zeitlich und auch geldmäßig bei uns, weil die Reisekosten müssen wir natürlich wieder selbst tragen und alles ist logisch. Aber wie gesagt, wir wollen dann auf jeden Fall dorthin und würden dann auch gerne dort ein paar Interviews machen. Das Ganze gibt es dann hier auf dem Kanal. Könntet ihr euch dann eventuell schon mal drauf freuen? Wie gesagt, wer sich da noch angesprochen fühlt und möchte da mit unterstützen, der kann bei dem Crowdfunding natürlich gerne noch teilnehmen. Ja, lange Folge war das. Wir sind jetzt schon bei fast 24 Minuten. Ich hoffe, ihr seid zwischenzeitlich nicht eingeschlafen. Und ich möchte mich jetzt erstmal bei all Leuten bedanken, die uns in letzter Zeit noch abonniert haben, die Kommentare geschrieben haben. Wir haben versucht, das eine oder andere auch noch zu beantworten. Erstmal vielen Dank dafür und wir sehen uns dann im nächsten Video bei Kurso for You. Ach ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich weiterhin gerne an redaktion@kursoforyou.com schicken oder ihr könnt das Ganze auch über unser Forum abwickeln, kursoforyou.com/community. Das ist immer dann sinnvoll, wenn es sehr technische Themen sind, weil dann können wir auch schnell mal eine Rückfrage stellen, ihr könnt Screenshots hochladen und so weiter und so fort. Und vielleicht schafft es die Frage dann eben in dieses Format, das ja jetzt hoffentlich wieder regelmäßig kommt. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von KursoForYou Tech. Hallo, ich bin Holger von Alsterfilm. Seit über 3 Jahren produzieren wir die kleine Webcomedy-Serie Das Studio. Und nach über 150 Folgen planen wir jetzt ein größeres Projekt, eine Folge in Spielfilmlänge. Und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Ich bin Nils. In unserem Film geht es um ein Thema, das nach wie vor sehr aktuell ist: die Flüchtlinge in Deutschland. Hallo, ich bin Mario. Für dieses Projekt möchten wir mit echten Flüchtlingen aus Afghanistan zusammenarbeiten. Wie, Sie sind krank?
Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen doch einen Dolmetscher haben. Da müssen sie eben für Ersatz sorgen. Natürlich ist das ihre Sache. Hallo? Aufgelegt. Aufgelegt? Ja, und was jetzt? Jetzt haben wir die Kameltreiber an der Backe und wissen nicht mal, ob die guten Tag oder guten Tod gewünscht haben oder was? Almani ha, mich haben wir davon verliert, Mikkelchen. Und mit Doras um ne Jagdfolge, was ist? Das Problem ist, dass wir keinen Dolmetscher haben, Translator. Das ist das Problem. Manai vom Schmutzschimigen. Was sagt er? Ja, guck mich doch nicht an, ich sprech kein Afghanisch. Schmutzschimiger. Nein, von mir, Almani balad nissum. Mohammad Amin Husseini essum. از افغانستان باشنده ولایت پروان فریدون کریمی هستم از افغانستان از ولایت پروان که مجبور شدم به علت مشکلاتی که در افغانستان داشتم ترک کشور کنم و به کشور آلمان که پناهجو قبول میکرد بیایم و در اینجا زندگی کنم از خورترکی ما آرزو داشتم که یک هنرمند باشم و به افغانستان زمینش مساعد نبود برای ما فعلا زمینش مساعد است و قرار است برای یک پروژه یا یک فیلم کوتاه اشتراک کنیم و در زمینه از همکاری از شما میخواییم که ما را در این پروژه همکاری کنیم و مکنون در شهر هامبورگ زندگی میکنم که از طریق یکی از دوستا آشنا شدم به ایجا معرفی شدم و قرار است یک کلوپ کوتاه درست کنیم که برای مردم پخش شود. Hallo, ich bin Andreas. In unserer Serie Das Studio spiele ich den Hausmeister Pornhagen. Moin moin, ich bin Viola und ich spiele die naive Putzfrau Käthe Nussbaum. Warum tragen Sie eigentlich keine Turbane? Ich dachte, in Absurdistan riecht man sowas. Wissen Sie, ich verstehe die ganze Debatte um das Kopftuch nicht. Ich trage doch Tag ein, Tag auch ein Kopftuch. Und keiner regt sich darüber auf. Sagen Sie mal, was haben Sie hier mit diesen finsteren Herren zu besprechen? Wieso finstere Herren? Das sind zwei sehr freundliche Herren. Ach ja, natürlich. Hier nichts rumstehen. Rein in den Studio. Wie? Auch noch frech werden hier? Ich weiß ganz genau, was Sie gerade zu mir gesagt haben. Was hat er denn gesagt? Ach, keine Ahnung. Jawad Mohammadi hastam az Afghanistan in der Kabul be dunya omadim. Sinam 37 salam hastak va az buzurgshade Iran hastam. Ism Sami Karimi. از افغانستان هستم از ولایت فاریاب باشنده مزار شریف تا صنف 6 مکتب خواندیم خیاطی میکردیم به افغانستان و فعلا هم که دامبورگ هستم زندگی میکنم دامبورگ از بچگی خیلی دوست داشتم که کار به حساب هنری به حساب یا در کار موسیقی اینا باشم آمدیم به آلمان میخوایم که یک هنرفیشه باشیم یک سینماگر با یک چیزی به مردم به دیدنی یک خنداور یک بخش زنده و امیدوار هستم که این کلیپ پخش شوه و همین فیلم درست شوه من خیلی خوشحال هستم از اینکه هستم Wir wollen eine Komödie drehen, aber keine, in der wir uns lustig über Flüchtlinge machen. In unserem Film machen wir uns lustig über das Zusammenprallen von Kulturen, Sprachbarrieren, Klischees und Missverständnissen. Können die so ein Ding überhaupt bedienen? Na, offenbar schon. Wo haben die das überhaupt her? Ich meine, das kostet eine Menge Geld, oder? Ja, das kriegen sie alles bei der Einreise. Habe ich zumindest im Internet gelesen. Ach was. Und unser Eins läuft noch mit Uraltmodellen rum. Puh. Warum lachen die jetzt? Ich dachte, die haben schlimme Dinge erlebt. Da lacht man doch nicht. Vielleicht lachen die über uns. Man liest ja so einiges. Ah.
Ja, Klipa, wir müssen nach vorne schauen, bitte. Das könnt ihr doch nicht witzig finden. Das ist total unmoralisch. Ja, die machen sich lustig über euch und ihr findet das witzig. Wait, das ist ein Tachalus Kosmimikunen, Maskischwara Afghanistan, Azuraz Sarpul, Bissessi Salumurdoran, Belan Mutalum, Maktabasum Kulum, Dars Mekonom, Tachakurimikunen, Maskampani, Alles Sarpulam, Ki Mora Bain. Ich film nach Ruhl Bermuda. Ich darf euch außerdem Moshtaba vorstellen. Er ist auch Flüchtling aus Afghanistan und er ist Filmregisseur und er möchte mit uns einen Kurzfilm drehen zum Thema Gewalt gegen Frauen. Moshtaba Rajabzade astam, متولد ایران. تحصیلات در زمینه سینما و ادیت از 9 ماه و بیشتر شاید بشه که من یه پروژه‌ای به نام سکوت بی صدا که خصوصیات و ارزش‌های یک زن در اجتماع چه اجتماع اروپا و چه اجتماع ایران نوشتم و به پایان رسوندم و اگر امیدی باشه میخوام اینو در هامبورگ در آلمان بسازم و به یکی از جشنواره ها و پذیرای من بودن و من بتونم به آرزوهای خودم برسم و ناگفته نمونه این فیلم یک فیلم کوتاه است که با شرکت الستر فیلم داریم همکاری میکنیم و امیدوارم که یک فیلم خوبی بشه و بتونم پروژه های بعدیم رو شروع کنم. مرسی. Um diese beiden Filmprojekte zu realisieren, brauchen wir eure Unterstützung. Und zwar eine Gesamtsumme von 15.000 Euro. Jeder Unterstützer erhält natürlich was für sein Geld. Sei es später exklusiv eine Blu-ray, eine Einladung zur Weltpremiere oder sogar eine kleine Rolle in unserem Film. Wir brennen für unsere Filmprojekte und deswegen möchten wir mit euch diesen Traum verwirklichen. Und meine Stadt ist davon. Aber yes, meine Stadt ist Hamburg. Ja, ja. Yeah! Das war die richtige Antwort. Scheiße.